Hallo und willkommen bei Ottos Feierabendküche. Ich bin Otto, schön, dass ihr da seid. Heute zeige ich euch meine Version eines Couscous-Salates. Ja, ich weiß, Couscous-Salat ist nicht der große Wurf, aber es ist eben ein super praktisches Feierabendgericht. Wir nehmen ganz bewusst Couscous heute, nicht zu verwechseln mit Bulgur. Ich habe hier beides mal in der Schüssel. Euer links ist Couscous, euer rechts ist Bulgur und man sieht direkt, die Struktur ist anders. Couscous wird aus Hartweizengrieß hergestellt. Hartweizen ist ein besonderer Weizen, der für die Nudelproduktion benutzt wird oder eben auch für Couscous. Und Grieß ist kein eigenes Getreide, sondern es ist eine Bezeichnung für die Körnung des Getreides oder den Mahlgrad. So, als erstes kommt der Couscous in den Topf. Couscous wird traditionell nicht gekocht, sondern gedämpft. Niemand, inklusive mir, hat Bock, abends um 7 Uhr noch Couscous zweimal zu dämpfen. Was man deswegen macht, manche Leute kochen den, ist, man gießt ihn auf mit siedendem Wasser. Ja, achtet darauf, dass er bedeckt ist. Hier ist es wichtig, dass die Mengen stimmen, also ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 1 zwischen Wasser und Couscous im Topf. Und das lassen wir jetzt einfach stehen. Der Couscous zieht die Feuchtigkeit, ja, ungefähr 4-5 Minuten. Das Wasser ist gesalzen davor. Und dann, wenn der fertig gezogen ist, tun wir ihn direkt auf ein Blech und lassen ihn auskühlen, damit am Ende, wenn wir den Couscous beim Salat mit den frischen Zutaten vermengen, dass die nicht matschig werden. Das hilft euch, das spart euch am Ende Zeit. Sonst, wenn er im Topf bleiben würde, wäre er einfach noch zu warm. So, machen wir uns dann schneiden. Wir brauchen 2 Tomaten. Und ein paar Radieschen. Die Mengen könnt ihr da ein Stück weit nach Belieben variieren. Ich nehme meistens ein halbes Bund Radieschen, eine halbe Gurke und 2 Tomaten. Das gibt eine gute Mischung zwischen dem Gemüse, was viel Wasser hat, und dem Couscous. Wenn ihr mit einem Messer auf einem Brett schabt, immer die stumpfe Seite nehmen. Ihr macht euch eure Bretter kaputt, ihr macht euch eure Messer kaputt. Es muss nicht sein, mit der stumpfen Seite könnt ihr das verhindern. Genau, immer Acht geben auf eure Küchenmaterialien, dann habt ihr länger was davon. Die Tomaten, wir schneiden hier den Kern, diesen etwas holzigen Kern innen raus, der schmeckt nicht besonders gut. Den braucht man nicht für Geschmack und am Ende würfeln wir den auch einfach wieder. Couscous ist an sich als Kohlenhydratträger, obwohl wir ihn mit Wasser aufgießen, einigermaßen trocken. Mit dem Dressing und dem Obst zusammen gibt es einfach eine gute Balance für die Konsistenz am Ende des Salats. Ein kleiner Trick, gerade wenn ihr einen Salat macht mit viel frischen Zutaten, hatte ich ja gesagt, wollt ihr nicht, dass der Couscous warm ist, weil die eben dann ihre Struktur verlieren. Ich habe hier ein Backblech vorbereitet mit Backpapier. Wir verteilen hier unseren Couscous drauf. Das würdet ihr im Übrigen auch machen, wenn ihr ihn mehr als einmal dämpfen würdet. Beispielsweise 2-mal würdet ihr ihn zwischendurch kurz ausbreiten und dann wieder dämpfen. Und wir machen das einfach, damit er schneller seine Temperatur verliert und dann am Ende die Zutaten im Salat schön knackig bleiben. So, Gurken und Tomaten haben wir geschnitten, bleiben noch die Radieschen. Das ist jetzt ein Bund. Ich habe das auch wieder auf dem Markt gekauft. Ich bin ja persönlich ein Freund von hässlichem Gemüse, ja, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde, wenn so ein einsames Bund Radieschen auf dem Markt irgendwo noch liegt, sage ich nur, nehmt es bitte mit. Die schmecken meistens genauso gut. Wir haben irgendwie diese Angewohnheit, das Letzte da nicht zu wollen oder so. Das ist immer noch gutes Gemüse. Ihr trimmt das hier also einfach nur ab und könnt es dann ganz normal weiter benutzen. Und der Bauer freut sich und die Radieschen auch. Wir haben hier 3 Kräuter. Traditionell hellen Kräuter so einen Couscous-Salat ungemein auf. Die ätherischen Öle und der frische Geschmack passt einfach super gut dazu. Couscous-Salat, man darf nicht vergessen, der Couscous gibt den Ton an, aber die Musik machen eben die ganzen kleinen anderen Zutaten. Und
eben sowas wie Petersilie, eine frische Minze, wo das Menthol drin ist, oder auch der Koriander mit so einem leicht markanten, herben Geschmack. Das bespielt sich einfach super gut und passt einfach super gut zum Couscous und zu den etwas zurückhaltenderen Zutaten wie jetzt Gurke oder Tomate. Die Kräuter haben wir schon gewaschen, natürlich auch wieder Bio-Kräuter. Ist einfach immer zu empfehlen, weil die einfach ungespritzt sind. Wir nehmen hier wahrscheinlich, das ist jetzt ein Bund Petersilie, wir nehmen wahrscheinlich ein halbes Bund. Und dann eben noch ein halbes Bund Minze und ein halbes Bund Koriander. Das ist einfach eine sehr klassische Mischung von Kräutern in dieser Art von Salat. Die Stängel könnte man theoretisch auch nehmen. Ich bewahre sowas auf und mache daraus Brühe. Also ich friere meine Zwiebelschalen, jetzt nicht die ganz trocken, aber so das, was bei der Zwiebel anfällt, was jetzt so bei der Petersilie, bei Kräutern anfällt. Und Gemüsereste, ich friere das ein in einer Tüte und wenn ich genug habe, mache ich meine Brühe damit selber. Dadurch habt ihr dann, können wir vielleicht auch nochmal irgendwann zeigen in einem anderen Video, aber ihr habt dann eine super leckere Brühe ohne Hefeextrakt, könnt die selber salzen nach Belieben. Ich finde, das ist eine super Möglichkeit, eben auch Gemüsereste zu verwenden und man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn jetzt hier nochmal ein oder zwei Blätter dranbleiben und die Stängel übrig bleiben, weil sie werden eben nochmal verwendet. Koriander zu guter Letzt. Koriander ist ja so ein bisschen das hässliche Entlein der Kräuterküche für viele. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Hier passt er einfach sehr gut rein, weil er so einen markanten Geschmack hat und damit einfach auch einen Akzent setzt in so einem Salat. Das sieht sehr gut aus. Wir haben jetzt hier alle Kräuter und die hacken wir erstmal grob und dann immer feiner. Zu fein soll es auch nicht sein, denn im Salat am Ende soll man schon die einzelnen Zutaten rausschmecken. Und das gibt am Ende dann auch den Kick auf der Zunge, wenn man merkt, wow, hier ist Minze, hier ist Koriander, hier ist Petersilie. So, die harte Arbeit haben wir jetzt gemacht. Jetzt geht's ans Dressing. Was wir dafür brauchen, ist eine Zitrone. Ihr könnt auch Apfelessig nehmen, wenn ihr den lieber nehmt, oder Balsamico-Essig. Ich nehme gern Zitronensaft, der ist basisch und finde ich, gibt einfach eine schöne Säure. Und wie gesagt, ihr nehmt auch die Zitronenschale, das gibt eine schöne Zitrusnote ohne die Säure. Und wenn ihr eine Zitrone reibt, wie beim letzten Mal schon gesagt, darauf achten, dass ihr nur die Oberfläche nehmt und nicht das Weiße, weil das Weiße schmeckt bitter am Ende. Jetzt geben wir dazu hier eine Gewürzmischung. Das ist Cayennepfeffer, Kreuzkümmel und getrocknete Koriandersamen. Und das gibt einfach noch einen schönen intensiven Geschmack, eine ganz leichte Schärfe, aber auf die ganze Menge, das ist wirklich nur ein Hauch. Schmeckt aber eben am Ende super gut und verfeinert eben das Dressing noch ein bisschen. Wir haben ungefähr 1 bis 2 Esslöffel Senf, mittelscharfer Senf, der dann noch mit reinkommt. Wir brauchen den Saft von einer Zitrone. Ihr könnt wirklich die ganze Zitrone nehmen, das wird nicht zu sauer. Am Ende tut die Säure dem ganzen Essen echt gut. Wir runden das Ganze ab mit einer ordentlichen Prise Salz. Auch wenn sich das jetzt hier vielleicht ein bisschen viel anfühlt, es verteilt sich wie gesagt im ganzen Salat und ist dann gar nicht mehr so viel. Und eben noch schön viel schwarzen Pfeffer. Und am Ende kommt nochmal Öl drauf. Hier wie gesagt nicht zu wenig nehmen, das sind bestimmt jetzt 4-5 Esslöffel, eher 5. Ihr braucht so viel Flüssigkeit am Ende, weil es zieht in die Couscous-Körner mit ein. Und ich mache mein Dressing meistens so, dass ich ein Glas nehme, wie hier, und das dann durchmische. Ganz wichtig beim Kochen ist einfach auch zwischendurch mal abzuschmecken, ob da genug Zutaten drin sind. Oh, fast vergessen, es fehlt eine Süße, es fehlt der Honig. Wir haben jetzt hier nochmal so 1,5 bis 2 Esslöffel, das könnt ihr variieren.
je nachdem, wie süß ihr euer Dressing haben wollt. Aber man braucht schon eine gewisse Süße, um einfach auch die Säure und das Herbe der anderen Zutaten auszubalancieren. Nochmal zu. Der Grund, warum es super praktisch ist, so ein Backpapier einfach aufzunehmen, ist, ihr könnt es am Ende vom Blech einfach so in die Schüssel kippen und einfach darauf achten, dass ihr erstens eine Menge nehmt, die ihr auch tatsächlich verbraucht. Und den Rest würde ich in ein Gefäß geben, beispielsweise, der lässt sich im Kühlschrank gut aufbewahren. Da kommen jetzt unsere Zutaten rein, Tomaten, Gurken. Die Kräuter und zu guter Letzt, die haben wir natürlich davor gewaschen, unsere Blaubeeren. Ganz wichtig, ihr habt jetzt hier frische Zutaten, wir haben den Couscous extra auskühlen lassen, damit die nicht matschig werden. Wenn wir das vermengen, achten wir natürlich auch darauf, dass wir die Sachen nicht beschädigen. Das heißt, es ist kein Mischen im eigentlichen Sinne, sondern es ist wirklich ein Unterheben. Also ihr achtet darauf, dass ihr mit wenig Druck arbeitet und wirklich das einfach schön vermengt. Ihr seht schon, das sind einfach tolle Farben mit den Beeren, mit dem Grünen und dem Couscous. Und wenn es schon ein bisschen vermengt ist, dann könnt ihr am Ende das Dressing dazu machen. Wenn ihr alleine seid oder zu zweit, ist es manchmal schlauer, das Dressing später drüber zu machen. Dann hält sich der Salat einfach nochmal über Nacht oder auch für 2-3 Tage. Wir haben ja hier eine hungrige Crew und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Salat eh bald weg ist. Und deswegen mache ich jetzt das Dressing direkt drüber. Den heben wir jetzt einfach noch mal ein bisschen unter, dass das alles schön durchziehen kann. Das sieht schon richtig lecker aus. Ich habe jetzt schon echt richtig Hunger. Und ihr merkt schon, das Dressing hat sich mittlerweile über den ganzen Salat gelegt und ist durchgezogen und in einer Stunde oder so wäre es noch mehr der Fall. Und man hat hier einfach so eine super schöne farbliche Mischung aus den Beeren und den Kräutern. Ein paar Beeren obendrauf. Das war es heute aus der Feierabendküche. Wir haben alle Hunger und ich kann nur sagen, danke, dass ihr dabei wart und einen schönen Feierabend wünsche ich.